Hören Sie die Lesung, sie steht geschrieben bei Jesaja im 60. Kapitel. Mache mich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Amen. Liebe Gemeinde, die Karten Hoffnungshorizonte begleiten uns durch diese Adventsandachten. Sie haben vorhin alle eine erhalten. Wenn wir uns die heutige Karte anschauen, dann sehen wir, dass warmes Gelb die obere Hälfte des Bildes füllt. Und es spiegelt sich wieder im Weiß des unteren Bildes. Es taucht sozusagen dieses in ein ganz warmes Licht. Wir sehen eine ganz feine schwarze Horizontlinie, die wölbt sich leicht nach oben und scheinbar gliedert das Bild dadurch in Erde und Himmel. Wenn wir genau hinschauen, dann entdecken wir so kleine orangefarbene Quadrate. Wie Häuser schaut es aus. Rechts eine Spirale, die nach innen gekrümmt ist, und auf der anderen Seite ein rotes Dreieck mit einem Schweif, einem Komet ähnlich. Vielleicht stimmen Sie mir zu, wenn ich sage, das Bild ist doch etwas rätselhaft, oder? Aber dennoch, in diesem Bild, nein, da liegt nichts Bedrohliches in der Luft, sondern die Stimmung des Bildes, die ist warm und freundlich und einladend. Ein Hoffnungshorizont. Nach neun Horizonten, da hat sich auch ein junger Mann gesehnt. Johann Gottfried Herder. Er begegnet uns öfters in unserem Gesangbuch mit seinen Liedern. Er wollte das Leben nicht nur aus den Büchern verstehen, nein, er wollte seinen Horizont erweitern und die Welt seines Gottes von mehreren Seiten sehen und davon dann den anderen Menschen erzählen. Und so begibt er sich auf die Reise, er gibt seine Stelle als Lehrer und Prediger auf und besteigt ein Schiff. Und das war damals vor mehreren hundert Jahren ein ganz schön mühevolles Unterfangen. Und die Erlebnisse seiner Reise, die hat er später in einem Lied zusammengefasst. Ein Lied hat er gedichtet, du Morgenstern, du Licht vom Licht, heißt es dort. Vier Strophen sind es. Wir singen es oft an Epiphanias, also am Dreikönigsfest. Und für mich klingen die Anfänge einer jeden Strophe wie ein ganz inniges Gebet, das er gebetet hat. Da heißt es, du Morgenstern, du Lebensquelle, du ewige Wahrheit, bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht. So beginnen die Strophen. Verlassen fühlte sich auch das Volk Israel. Als der Tempel in Jerusalem zerstört wird und große Teile des Volkes Israel nach Babylonien ins Exil verschleppt wird, ja, da spüren die Menschen keinerlei Hoffnung. Und da ruft der Prophet Jesaja, wir haben es vorhin gehört, mache dich auf und werde dich. Der Stern, der war das Sinnbild für Jesus, nach dessen Erscheinen sich die Menschen sehnen. Wird sich erfüllen, was der Prophet gesehen hat? Jerusalem darf sich freuen. Eine Blüte und Heilszeit bricht an. Die Freude wird groß. Die Zeit der Klage und der Trauer geht zu Ende. Denn Gott kommt. Licht, Wärme, Strahlen erfüllen die
die Stadt und ihre Menschen. Eine Lichtgestalt. Gott kommt in seinem Sohn zu den Menschen. Er ist das Licht, das der Prophet gesehen hat. Ja, liebe Gemeinde, wir wissen ja über die Weihnachtsgeschichte hinaus, was er gebracht hat, was er gemacht hat, wie es weitergeht mit ihm an Ostern, wie es weitergeht nach Ostern. Er heilt Blinde und Lahme, er schmeißt die Händler aus dem Tempel, er feiert das Abendmahl mit seinen Jüngern, er wird gefangen, verhört und gekreuzigt, er stirbt. Und das Licht, von dem der Prophet gesprochen hat, das er gesehen hat, das geht nun vom Hügel Golgatha aus. Mache dich auf, werde Licht. Das gilt von nun an den Jüngern. Sie sollen sich aufmachen, von Jesus erzählen, in Jesu Namen predigen. Sie sollen denen, die im Dunkeln sind, Licht bringen. Und die Ersten, die sich damals aufgemacht haben, das sind Frauen. Sie suchen Jesus, sie wollen ihn salben, sie finden ihn aber nicht. Aber sie finden eine Lichtgestalt. Und als er zu ihnen spricht, da gehen ihnen die Augen auf. Er ist es. Und so geht die Geschichte weiter mit Jesus. Sie dauert an. Bis heute, bis zum Jahr 2020. Und sie geht weiter. Ich schaue Nachrichten, ich lese Zeitungen, ich sehe besorgte Mienen, ängstliche Gesichter, skeptische Blicke. Ich sehe gesunde und kranke, alte und junge. Ich sehe sie zurzeit alle beschäftigt mit einem Gedanken, nämlich diesen Gedanken, wie können wir dieses fiese Virus besiegen? Aber ich blicke auch nach vorn. Nächste Woche ist Weihnachten. Gott kommt auf die Erde. Nein, ich bin keine Prophetin, aber wenn ich eines weiß, dann ist es, dass Gott bei uns ist, mit seinem Licht, mit seiner Liebe. Er schenkt uns Leben. Licht, Liebe, Leben, das ist das Geschenk Gottes an uns, an Weihnachten. Wir müssen es nur noch auspacken. Das ist der Horizont, liebe Gemeinde, der Hoffnungshorizont, den ich sehe. Gott verlässt uns nicht. Er kommt ganz gewiss und die Nächte werden hell. Amen.